In den letzten Wochen scheint die Apple-Aktie kein Limit mehr zu kennen. Sie eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Aber ist die Aktie auch noch für langfristige Investoren jetzt interessant? Oder sollte man aus langfristiger Sicht eher die Finger davon lassen? Diese Fragen klären wir in diesem Video. Hallo liebe Anleger und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Robin und heute sprechen wir über Apple. Bevor wir damit beginnen, aber ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Jeden Donnerstag kommt auf diesem Kanal eine neue Aktienanalyse und wenn du in Zukunft keine mehr verpassen willst, solltest du einfach einmal ganz schnell hier unten abonnieren. Um den künftigen Erfolg von Apple abschätzen zu können, muss man natürlich erst einmal das Geschäftsmodell verstehen und danach bewerten, ob das Geschäftsmodell denn auch Zukunftspotenzial hat. Schaut man dann in die Vergangenheit, so sieht man, dass die große Kursrallye ihren Ursprung praktisch mit dem Release des iPhones hatte. Das iPhone war also der Umsatztreiber und Gewinntreiber der letzten Jahre. Nur durch diese Erfindung ist Apple zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt geworden. Das Problem aus Apple-Sicht ist, dass der Smartphone-Markt kein Wachstumsmarkt mehr ist. Auch das iPhone wächst eigentlich nicht mehr wirklich stark, wenn überhaupt. Und auch in den kommenden Jahren wird sich das kaum ändern. Das ist ein vollkommen natürlicher Prozess. Dazu schaut man sich am besten einfach mal den Produktlebenszyklus an. Dort sieht man, dass als erstes ein neues Produkt auf den Markt kommt, es wird eingeführt, die Leute erkennen die Vorteile, immer mehr Leute möchten das Produkt haben. Dadurch hat man zu Beginn ein starkes Wachstum, viele Leute kaufen das Produkt und wollen das Produkt halt haben. Irgendwann kommt dann aber der Zeitpunkt, wo der Markt gesättigt ist und wo jeder, der das Produkt schon haben will, es schon gekauft hat. Dies ist der Zeitpunkt, wo die Umsätze dann anfangen zu stagnieren und irgendwann kippt es über und die Umsätze gehen sogar zurück, weil dann wieder neue Produkte kommen, die besser sind als das bestehende Produkt und dieses ablösen. Und aus meiner Sicht befindet sich der Smartphone-Markt praktisch aktuell an diesem Punkt, wo der Markt gesättigt ist, aber noch nicht abfällt. Denn damit die Kurve abfällt, müsste irgendein Unternehmen ein revolutionäres neues Produkt entwickeln, so wie Apple es damals mit dem iPhone gemacht hat. Und dieses neue Produkt müsste dann halt die Smartphones ablösen. Ansonsten werden die Smartphones und die iPhones von Jahr zu Jahr einfach nur weiterentwickelt. Es findet sozusagen eine Evolution statt. Dadurch bleibt der Markt aber weiterhin gesättigt, denn es gibt nicht mehr Leute, die ein iPhone kaufen wollen, sondern die Leute ersetzen ihre alten Smartphones mit neuen Smartphones. Das ist dann aber kein Wachstumsmarkt, sondern am Ende lässt sich damit zwar aktuell noch viel Geld verdienen, aber wirklich Zukunftsperspektiven bietet dieser Markt dann nicht. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Frage nach dem The Next Big Thing von Apple immer wieder gestellt wird. Aus meiner Sicht wird The Next Big Thing aber kein großes Produkt, sondern eigentlich sehen wir es schon. Und zwar sind das die Serviceangebote von Apple. So etwas wie Apple Music oder Apple Games, all diese Sachen, die praktisch als Serviceangebote von Apple an die Kunden verkauft werden. Dass Apple da wirklich den Fokus drauf legt, sieht man, wenn man sich die Umsatzanteile mal anschaut. 2015 haben Serviceangebote nur 8,5% der Apple-Gesamtumsätze ausgemacht. Im letzten Jahr waren es dann schon über 17%. Diese Serviceangebote haben einen riesengroßen Vorteil, denn sie bauen die Stärken, die Apple sowieso schon hat, noch weiter aus. Und zwar die große Stärke, das, was Apple wirklich ausmacht und weswegen sie so erfolgreich sind, viel erfolgreicher als alle Android-Hersteller, ist einfach dieses Apple-Ökosystem. Wer sich einmal ein Apple-Gerät gekauft hat, kauft sich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit weitere Apple-Geräte und auch das nächste Gerät, wenn er sein altes Gerät ersetzt, ist wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Apple-Gerät. In einer Umfrage ist Apple bei der Kundenbindung auf Platz 2 aller untersuchten Unternehmen gekommen und 91% aller Apple-Kunden schauen bei einem Neukauf anschließend erst einmal, ob es das Produkt auch von Apple gibt und kaufen dann tendenziell eher das Apple-Produkt, als überhaupt beim Wettbewerb zu schauen. Auch ich kenne das von mir selber. Ich habe selber ein iPhone, ein MacBook und als ich dann letztes Jahr ein Tablet für die Uni gesucht habe, kam für mich gar kein anderes Gerät außer einem iPad in Frage, weil einfach es so leicht ist dann, Dateien hin und her zu schieben, alles zu synchronisieren, untereinander das zu verknüpfen und zu verarbeiten und das klappt einfach klasse. Die Services sind dann nochmal eine Stärkung dieses Ökosystems. Denn wenn man den Kunden eh schon in diesem Hardware-Ökosystem gefangen hat, dann ist es ja der logische nächste Schritt, ihm dann auch noch diese Services für seine Hardware optimiert zu verkaufen
Und kein Drittanbieter, und Drittanbieter rede ich jetzt von Netflix oder Spotify, kann es in der Theorie so gut hinkriegen, dass man die Software oder die Services mit der Hardware verbindet wie Apple selbst. Deshalb schafft es Apple auch, seine Serviceangebote so gut an den Mann zu bringen und dort so tolle Wachstumsraten zu erzielen und den Umsatz in diesem Bereich immer weiter zu steigern. Schaut man sich die ersten 9 Monate des laufenden Geschäftsjahres bei Apple an, haben die Serviceangebote eine Bruttomarge von über 65% erzielt. Das ist natürlich super und geisteskrank. Die Hardware von Apple, also mit iPhones, MacBooks, iPads und so weiter, hat Apple nur eine Bruttomarge von 32% erzielt. Das heißt, wenn Apple es schafft, diese Serviceangebote wirklich noch auszubauen, dann sind da unfassbare Gewinnpotenziale, weil die Margen einfach so gut sind in diesem Bereich. Aber wie stark wächst Apple denn jetzt eigentlich? Natürlich, sie haben dieses neue Gebiet mit den Services, aber 17% vom Gesamtumsatz ist natürlich noch nicht viel. Und da muss man natürlich schauen, wie stark können die Services überhaupt in Zukunft für weiteres Wachstum sorgen. Nun ja, im letzten Quartal konnte Apple den Umsatz um 11% steigern, der Gewinn je Aktie wurde sogar um 18% gesteigert. Das ist natürlich total überraschend gekommen, denn eigentlich hatten wir ja die Corona-Krise, die die Kaufkraft der Leute total in den Keller getrieben hat. Und daher ist es wirklich ein Wunder, wie Apple es geschafft hat, seine Zahlen so zu steigern. Auch in der langfristigen Betrachtung sieht man, dass Apple Jahr für Jahr im Grunde Umsatz und Gewinn steigern kann. Allerdings muss man schon sagen, so richtig dynamisch ist das nicht. Im letzten Jahr gab es jetzt auch leichte Rückgänge. Also Apple ist zwar noch aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Wachstumsunternehmen, aber es ist jetzt kein wirklich innovatives Unternehmen, was jetzt wie eine Rakete da jedes Jahr Umsatz und Gewinn im hohen zweistelligen Bereich steigert. Da gibt es andere Tech-Unternehmen, die da deutlich wachstumsstärker sind. Apple hat das aber erkannt und daher hat es seine Aktionärspolitik umgestellt vor einigen Jahren. Jetzt fährt man eine sehr aktionärsfreudige Politik und schüttet überschüssige Gewinne zum großen Teil einfach aus. Das bedeutet, seit einigen Jahren wird die Dividende konstant gesteigert. Es gibt Aktienrückkaufprogramme und dadurch wird enorm viel Geld an die Aktionäre zurückgegeben. Wenn Unternehmen anfangen, so viel Geld an ihre Aktionäre zurückzuzahlen, ist dies meistens eher ein Zeichen, bei dem die Alarmglocken angehen sollten. Bei Apple ist das etwas anders. 2018-19 war Apple weltweit das Unternehmen mit den 6. höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Zudem steigen die Forschungs- und Entwicklungsausgaben Jahr für Jahr. Das bedeutet, Apple investiert erstmal in das eigene Geschäft, versucht die Marktposition zu stärken, versucht innovativ zu sein, neue Sachen zu entwickeln. Und danach bleibt einfach noch so viel Geld über, dass Apple sagt, wir wissen nicht wohin damit, also geben wir es zurück an unsere Aktionäre, denn es wäre sinnlos, das einfach im Unternehmen vergammeln zu lassen. Und genau das ist richtig, denn ein Unternehmen muss erst sehen, dass es seine eigene Marktposition hält, festigt und dann kann es das Geld aus dem Unternehmen raus an die Aktionäre zurückgeben. Andersherum, wenn Geld einfach rausgegeben wird und nachher festgestellt wird, oh Gott, wir haben kein Geld mehr, um jetzt Forschung und Entwicklung zu machen, das ist meistens tödlich langfristig. Ganz ausführliche Videos sowohl zu Dividenden als auch zu Aktienrückkäufen habe ich auch schon gemacht. Die verlinke ich dir einmal hier oben. Macht es also dann jetzt für einen langfristigen Investor Sinn, in Apple zu investieren? Nun ja, ich persönlich bin investiert und werde es auch bleiben. Denn ich glaube, Apple kann sehr viel Mehrwert für mich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten generieren. Solange es keine Revolution auf dem Smartphone-Markt gibt, solange Apple es schafft, die Kunden weiterhin so gut an sein Ökosystem zu binden und diese hohe Kundenbindung weiter aufrechterhält, so lange wird Apple auch weiterhin hohe Umsätze und dann am Ende auch Gewinne erwirtschaften. Jetzt ist natürlich das Problem, in den letzten Wochen ist die Bewertung extrem gestiegen. Ich bin echt kein großer Freund davon zu sagen, okay, das KGV ist jetzt zu hoch, deswegen ist die Aktie zu teuer, denn da spielen immer verschiedene Sachen rein. Aber im Fall von Apple ist es so, Apple wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mit einem KGV zwischen 10 bis 20 bewertet. Aktuell sind wir bei einer Bewertung von über 40. So, und die Sache ist ja, im letzten halben Jahr, wo diese Bewertung so hoch gestiegen ist, hat sich das Geschäftsmodell ja nicht verändert. Das heißt, früher wurde für dasselbe Geschäftsmodell, für die gleichen Aussichten und Prognosen, ein KGV zwischen 10 und 20 bezahlt und das über Jahre hinweg. Und jetzt mit einem Mal, seit einem halben Jahr, sind die Leute jetzt bereit, da ein KGV von 40 zu bezahlen, was ja mindestens das Doppelte ist.
Und das ist aus meiner Sicht einfach eigentlich aktuell für Neueinstieg viel zu viel. Denn ich denke persönlich, das ist sehr viel Hype gerade. Apple hat überraschend sehr gute Zahlen gebracht. Der Tech-Sektor ist sowieso aktuell sehr gehypt und in einem Aufwärtstrend. Und zudem dann noch mit dem Aktiensplit kam dann nochmal ein Push-Faktor, wodurch Apple einfach sehr viel Medienaufmerksamkeit aktuell hat. Viele Leute sehen, okay, es steigt. Es sind viele neue Leute an der Börse, die dann da rein wollen. Und dadurch, ja, steigt Apple halt gerade sehr, sehr stark und aus meiner Sicht etwas zu stark. Ich besitze Apple-Aktien, ich werde sie auch behalten. Ich bin halt von dem Unternehmen langfristig überzeugt. Es kann natürlich jetzt auch passieren, dass sie jetzt mal relativ stark korrigieren. Es kann passieren, dass sie jetzt erstmal seitwärts laufen. Es kann aber auch passieren, dass sie sich jetzt nochmal verdoppeln. Das ist alles möglich. Also am Ende hat der Markt dann am Ende recht. Und wenn der Markt sagt, okay, wir wollen Apple ab jetzt mit einem 40er KGV bewerten, dann werden sie es mit einem 40er KGV bewerten. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist nur, dass Apple halt wirklich langfristig Erfolg haben kann. Und entsprechend bleibe ich halt dabei. So, jetzt würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren. Bist du bei Apple investiert oder ist sie dir aktuell zu teuer? Hast du sie vielleicht sogar jetzt in dem Hype verkauft? Schreib's gerne in die Kommentare. Wenn ich dir mit dem Video weitergeholfen habe, würde ich mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Um in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen, kannst du mich hier einmal abonnieren. Und wenn du direkt die nächsten Aktienanalysen schauen willst, findest du sie in dieser Playlist. Mach's gut, hau rein und ciao!